Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier im TS Classic. Wir sind heute in Österreich unterwegs mit der 4030. Wir befinden uns hier im Würgler Hauptbahnhof und Ende der Strecke wird sein Kitzbühel Hauptbahnhof. Die Strecke bin ich jetzt gerade vor kurzem zweimal gefahren. Jetzt dachte ich, fahre sie mal selber. In, ja, ein bisschen was Historischem. Zu dem werde ich dann später noch was sagen. Noch dazu werde ich meinen Hasler-Tacho mit einblenden. Dann werdet ihr einfach so ein bisschen mitlaufen und könnt ihr den ein bisschen beobachten. Auch wenn wir hier im Führerstand auch einen Hasler haben. Aber wenn ich schon das Echte da habe, dann zeige ich natürlich schon den Echten. Ich hoffe, das kommt dann soweit gut an bei euch. Ich werde das Video nachkommentieren. Also ich werde jetzt ohne Kommentar fahren und das dann nachkommentieren. Grund ist der Tacho ist so laut, dass man das im Mikrofon hört. Also mach es lieber im Nachhinein und dann habt ihr das Klackern hier vom Spiel und halt das Visuelle vom echten Ding. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier erstmal aufrüsten. Einmal hier hoch. Und Hauptschalter rein. Machen wir die Zugheizung noch an. So, Beleuchtung vorne ist an. Dann müssen wir noch einmal nach hinten. So, na komm. Zugschluss ist an. Okay. Das sollte es erstmal gewesen sein. Du bleibst hier nochmal auf Zü. Wir machen hier die Instrumentenbeleuchtung noch mit an. Ey, ich bin noch gar nicht so weit. Was soll denn das? Jetzt, Türen auf. Okay. Ah, ich sollte vielleicht nochmal ein Foto machen. Interface aus, Dankeschön. So, Foto. Perfekt. Gut. Interface wieder her. Dankeschön. Und ich glaube, da sollte man dann soweit abfahrbereit sein. Ja. Nice. Tür zu. Und eine nice Abfahrt. Los geht die wilde Fahrt. Kleiner Hinweis, am Anfang werde ich ein bisschen Historisches über die Strecke und den Triebwagen erzählen und später der Reisebericht über die Pinzgau-Bahn. Wenn ich daran denke, mache ich Timestamps dazu. Viel Spaß. Ja, wie ich schon erwähnt habe, wir sind hier in der Baureihe 4030 unterwegs. Das waren Nahverkehrszüge der ÖBB. Im engeren Sinn ist der 4030 eigentlich die Bezeichnung von dem Triebwagen. Der Steuerwagen war die Reihe 6030 und der Zwischenwagen waren die Reihe 7030. Ab 1956 sind die Züge im Regionalzugverkehr eingesetzt worden und mit ein paar Adaptierungen ab 1962 bei der Wiener Schnellbahn eingesetzt. Planmäßig sind die Triebwagen bis 2004 durch die Gegend gefahren. So, kleiner Fun-Fact, ursprünglich waren die ganzen Garnituren vierteilig und später dann erst dreiteilig. Und die überschüssigen Zwischenwagen konnten dann ganz normal als Reisezugwagen genutzt werden. Bis Jahr 2000 sind alle 72 Triebwagen noch im Besitz der ÖBB gewesen und eben 2004 ausgemustert. Nachfolge war dann der Trend 4024. Und es sind nach wie vor bis heute Garnituren erhalten. Mal rein zu den technischen Daten. Also insgesamt waren es dann 62 Triebwagen. Baujahr war 1956 bis 1975. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer und eine Stundenleistung von 1000 kW bei der Anfahrzugkraft von 95 kN. Wir haben auch hier zwei unterschiedliche Kupplungsarten. Wir haben einerseits in der Originalform Schraubenkupplung und dann später Scharfenbergkupplung, wobei die Mittelwagen alle ganz normal mit Schraubenkupplung versehen gewesen sind. Deswegen konnten sie ja dann ja auch im ganz normalen Reiseverkehr eingesetzt werden. Wenn man zu viel Mittelwagen gehabt hatte, als man ja von vierteilig auf dreiteilig gegangen ist.
ebenfalls auch unterwegs gewesen in Deutschland über Garmisch-Partenkirchen in dem Korridorverkehr von Innsbruck teilweise bis nach Reutte in Tirol und in der Obersteiermark verkehrten die Garnituren zweiteilig zwischen Hieflau und Eisenerz sowie die Oben- und der Vordernberg. Ja, die Strecke, auf der wir uns befinden, das ist eigentlich die Gieseler Bahn oder die Salzburg-Tiroler Bahn. Und zwar benannt nach der Erzherzogin Gisela Louise Marie von Österreich, der zweiten Tochter von Kaiser Franz Joseph I. Es dient quasi als zweite Verbindungsstrecke zwischen Tirol und Salzburg. Vorher war Tirol ja über das deutsche Eck schon miteinander verbunden und die Verbindung ist auch schneller. Aber das Problem war halt, die Strecke geht halt nach Deutschland durch das kleine Eck. Also sie gedacht, okay, wir brauchen auch was Eigenes, was im österreichischen Staatsgebiet ist. Und so hat man dann 1869 entschieden, dass man das baut. Und der erste Abschnitt ging dann bereits 1871 in Betrieb. Und die vollständige Strecke bis nach Wörgl von Salzburg aus gesehen, ging 1875 in Betrieb. Die Strecke wurde von 1913 bis 1915 zweigleisig ausgebaut, wobei teilweise separat klassierte zweite Gleise und neue Tunnel errichtet werden mussten. Die Elektrifizierung von der Strecke begann 1925 und ist dann 1930 abgeschlossen worden, was dann für die Strecke eine entsprechende große Modernisierung war. Während des Zweiten Weltkriegs war die Salzburg-Tiroler Bahn aufgrund ihrer strategischen Bedeutung Ziel alliierter Bombenangriffe und nach dem Krieg wurde die Strecke entsprechend wieder aufgebaut und weiter modernisiert und war im Zuständigkeitsbereich der Bundesbahndirektion Innsbruck, die nach dem Anschluss Österreichs 1938 kurz zur Reichsbahndirektion Linz gehörte, bevor es dann 1945 wieder zur Bundesbahndirektion Innsbruck wurde. Ja, was gibt es sonst noch Interessantes über die Strecke zu sagen? Streckennummer von der ÖBB wäre die 10103, Kursbuchstrecke 200 von Freilassing bis Saalfelden und 201 von Saalfelden bis Innsbruck. Gesamtstreckenlänge 191 Kilometer. Die erste ganze Strecke kann man nahtlos im TS Classic fahren. Dank RSLO, Daftel Games, Trancy World. Das wäre vielleicht eine Strecke, aber ich weiß es nicht. 191 Kilometer, könnte vielleicht ein bisschen zu lang für euch sein. ja, ansonsten ganz normales Stromsystem 15 kV. Der feinste Radius, den wir hier haben, ist 227 Meter. Maximale Neigung mit 27 Promille. Theoretische Höchstgeschwindigkeit in gewissen Abschnitten 130 Stundenkilometer. Und die ganze Strecke in meiner ehemaligen Heimat. Zumindest teilweise jetzt hier am Anfang. Ja, warum bin ich jetzt die Strecke zweimal gefahren? Ich wollte eigentlich ins Pinzgau fahren, das habe ich auch schlussendlich gemacht. Da war die Convention, sprich ich bin von Wörgl, ja eigentlich von Zürich, bis nach Kitzbühel gefahren, im Eurositen nach Graz. Da konnte ich dann ohne Umsteigen die Strecke runterfahren. Da ich sitzen geblieben, dann, ja, habe ich halt in Graz geendet. Jedenfalls, der Eurocity hält in Kitzbühel, was ich interessant finde, weil die Stadt ist eigentlich gar nicht so besonders, außer dass sie unglaublich teuer ist und dass halt mal Skizeugs immer wieder läuft, also gerade mit dem Skispringen und den Ablauf. Alle, die sich über das Thema interessieren, die werden natürlich Kitzbühel sprechen kennen. Und deswegen werden vermutlich auch die Eurocities sowie teilweise Wayjets da stehen bleiben. Das war übrigens enttäuschend. Als ich in Kitzbühel angekommen bin, da musste ich knapp anderthalb Stunden warten auf den Bus, der mir nach Mitternsil gebracht hätte.
Und von da aus dann mit der Pinzgauer Bahn, beziehungsweise mit dem Ersatzverkehr, also Schienenersatzverkehr von der Pinzgauer Bahn nach Wald in Pinzgau, das wäre nicht mein eigentliches Endziel gewesen, gebracht hätte. Da bin ich auf die Idee gekommen, naja, jetzt ist man in Österreich, dann kann man ja mal ein bisschen Trainspotting machen. Und da sind einfach die ganze Zeit SBB-Wagen vorbeigefahren und keine ÖBB-Wagen. Da dachte ich mir auch so, ja, da hätte ich ja gleich in der Schweiz bleiben können. Aber es sind dann auch ÖBB-Sachen vorbeigefahren. Vor allem die eine neue Taurus ohne Tonleiter, da war ich ziemlich enttäuscht. Aber ist, wie es ist. Ja, wie ihr seht, werden wir hier jetzt anhalten beim Berglift. Und ich werde auch bei der nächsten Station anhalten, also nicht bei allen, aber ein paar, damit ich ja nicht einfach nur am Durchfahren bin. Ich habe auch dieses Real Drive, Quick Drive hier genutzt, wo man ja theoretisch vor roten Signalen etc. stehen könnte. Die Fahrt war ziemlich normal, aber immerhin haben wir ganz gut Gegenverkehr gehabt. Das ganz Coole ist, dass hier der Zugbegleiter entsprechend ein Signal gibt, wenn wir hier die Tür zumachen können. Und dann nochmal ein Signal gibt, wenn wir dann effektiv die Abfahrterlaubnis haben von ihm. Das hat er interessanterweise nicht immer gemacht, aber meistens hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Beziehungsweise, wenn man in der Außenkamera drin ist, dann hört man den Signalton nicht. Da macht man es einfach nach Gefühl, macht einfach den Türbarschalter auf zu und dann macht er es trotzdem mit dem Doppelsignal. So viel mal zu dem. Ja, in Pinzgau dann angekommen bei der Convention, muss ich sagen, hat die mich nicht so sehr mitgenommen. Und was tut man dann so als Eisenbahnfreund? Mal schauen, was so eisenbahntechnisch um einen herum ist. Und dann war das halt da die Pinzgau-Bahn, die kleine nette Bahn. Na okay, schauen wir uns doch mal für den Montag die Pinzgau-Bahn an. Hole ich mir so ein Tagesticket von Walde Pinzgau bis nach Zell am See. Das glaube ich waren 22 Euro zum Vollpreis ohne Ermäßigung. Und da konnte ich halt die ganze Zeit in dem Bereich halt hin und her tuckern. Gesagt, getan. Bin runter auf den Bus, also den Schienenersatzverkehr, und dann nach Mitternsiel. Ja, in Mitternsiel, da endet momentan die Fahrt der Pinzgau-Bahn. Ich werde euch hier mal kurz ein kleines Foto einblenden, wo die Strecke endet. Grund dafür ist es, dass es Unwetterschäden gegeben hat und sehr viele Teile der Strecke weggeschwemmt worden sind. Das Blöde ist halt, dass die da neben einem Bach-Fluss entlang geht und der ist halt hochgegangen beim Unwetter, entsprechend Schienen AD bzw. unterwaschen. Normalerweise geht die Strecke halt bis Krimmel und zwischen Mitternsiel und Krimmel fährt halt jetzt der Bus. Ja, auf dem Foto seht ihr auch einer dieser kleinen Triebwagen, die da unterwegs sind. Mit dem bin ich dann auch später gefahren. Ansonsten fahren sie bis Mitternsiel, also Stand von dem Video, mit der großen Garnituren, also mit Steuerwagen, Mittelwagen, Gepäckwagen, also Fahrradwagen und einer Diesellok von Meindal. Schauen wir, ob ich da noch ein Foto habe. Ja, ich bin gerade meine Fotos durchgegangen und so wie sich das herausstellt, habe ich nicht ein einziges Mal ein Foto von dieser Komposition gemacht, also von der Diesellok hinten. Aber ich habe ein Video, wo der langsam einer der Bahnhöfe einfährt und dann gerade wieder rausfährt. Ich blende euch das mal ein. So, dann habt ihr das damit jetzt auch gesehen. Okay, ich habe mal ein bisschen was zusammengeschrieben, wie die Pinzgau-Bahn oder die Pinzgauer Lokalbahn. Wir haben da eine Spurweite von 760 mm. Wir haben eine Gesamtstreckenlänge von theoretisch 56,2 Kilometern, eben von Zell am See bis nach Krimmel.
Seit dem 1. Juli 2008 wird die Strecke von der Salzburg AG betrieben, vorher von der ÖBB, und ist insbesondere für den Tourismus wichtig, gerade für den Nationalpark Hohe Tauern und natürlich hinten für die Wasserfälle. Die allerersten Pläne für eine Bahnstrecke von Zell am See in den Oberpinzgau entstanden 1889. Nach mehreren Jahren der Vorbereitung und Planung wurde dann die Strecke am 3. Januar 1898 eröffnet. Ursprünglich war auch eine Verbindung zur Zillertalbahn in Tirol und eine Strecke zur Kummeler Wasserfälle hinauf geplant, das wurde aber nie realisiert. Die Strecke dient hauptsächlich dem Transport von Holz und landwirtschaftlichen Gütern damals, sowie halt auch den Gesundtransport. Güterverkehr gibt es mittlerweile gar keine mehr, bis halt auf ihren eigenen bezüglich mit den Schienen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Pinzgauer Bahn durch den aufkommenden Individualverkehr einen deutlichen Rückgang der Fahrgastzahlen. Um die Strecke dafür attraktiver zu machen, wurden in den 1980er Jahren Triebwagen der Reihe 5090 eingeführt und man hat die Strecke etwas ausgebessert, sprich eckere Kurven entschärft und neue Haltepunkte eingerichtet. Davon hat es einige auf der Strecke. Trotz dieser Maßnahmen hat dann die ÖBB, wie schon erwähnt, den Güterverkehr 1998 eingestellt und nach langwierigen Verhandlungen übernahm dann das Land Salzburg 2008 die Strecke, um den langfristigen Bestand zu sichern. Weil die ÖBB wollte das Ganze einstellen. Die Modernisierung der Infrastruktur und die Einführung neuer Fahrzeuge verbesserte die Attraktivität und die Zuverlässigkeit der Bahn, ist aber bis heute fraglich, beziehungsweise es wird halt immer wieder mal diskutiert, ob es sich denn noch lohnt, die Bahn zu betreiben. Im Juli 2005 beschädigte ein starkes Hochwasser die Bahnstrecke schwer, wodurch der Betrieb zwischen Mittelsill und Krimmel, so wie jetzt, eingestellt werden musste. Nach umfangreichen Wiederaufbaumaßnahmen und einer Übereinkunft zwischen der ÖBB und Land Salzburg wurde die Strecke in mehreren Etappen bis 2010 wiederhergestellt. Die Salzburg AG investierte in moderne Infrastruktur und führte neue Fahrzeuge ein, um die Sicherheit und Effizienz der Bahn zu erhöhen. Die Wiedereröffnung der Strecke wurde von den einheimischen Touristen gleichermaßen begrüßt. Ja, 2021 gab es dann wieder das nächste schwere Hochwasser, von dem ich ja schon erzählt habe. Die Schäden sieht man eben bis heute und man versucht die ganze Strecke bis 2025 wieder komplett fahrfähig zu machen. Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, dann mit 16. Juni 2024 fahrt die Bahn jetzt eben bis Mitternsee und ja, eventuell auf Anfang nächsten Jahres dann wieder bis nach Krimmel. Es gibt sogar jetzt wieder Pläne, um die Strecke vielleicht sogar zu verlängern, aber ist halt natürlich eine kleine Kostenfrage. Gut, weiter im Programm. Was habe ich denn da so Schönes noch gemacht? Also ich habe mich dann in den nächstbesten Zug Richtung Zell am See gesetzt und bin dann die Strecke einmal abgefahren. Und es hat unglaublich viele Haltepunkte. Und alle Haltepunkte sind Halt auf Verlangen. Also immer schön drücken und dann bleibt der Zug stehen. Das gleiche am Bahnhof, dann hat es entsprechend dieses Panel. Ich glaube, ich zeige hier mal kurz ein Foto, wie das aussieht. Das drückt man halt einfach 5 Minuten, bevor der Zug dann kommt. Dann geht am Bahnhof ein rotes Lämpchen an, beziehungsweise fängt Blinken an. Und der Lokführer weiß dann, er sollte hier halten. Wobei, sie fahren eh schon langsam in den Bahnhof rein, so wie bei dem einen Video. Wenn halt keiner gedrückt hat, einfach nur zu schauen, ob nicht einer das vergessen hat. Beziehungsweise, ich glaube, nach 5 Minuten geht das Licht dann halt wieder aus. Wenn halt jemand zu früh gewesen ist. Mein Goal war dann vor allem, Haltestellen zu finden, die irgendwie interessanter sind. Wo man dann aussteigen könnte, wo man was fotografieren oder filmen könnte. Weil die allermeisten Haltepunkte sind halt wirklich mitten im Nirgendwo. Da ist sonst nichts in der Gegend außer Wiese oder ein, zwei Bauernhäuser. Und dann habe ich tatsächlich bei einem Bahnhof was Interessantes gefunden. Und zwar ein historischer Bauwagen. Schaut's mal her. Dieser Wagen ist wirklich schön hergerichtet gewesen. Das Gebäude links davon wurde gerade saniert. Und schaut euch mal da die Details mit der kleinen Lok und der Glocke. Sehr schön. Da bin ich dann das erste Mal ausgestiegen, um mir genau das anzusehen. Rechts daneben war dann nicht so ganz interessant. War dann Wertstoffhof in der Gemeinde. Da ging es dann auch schon weiter Richtung Zell am See.
Ja, kurz vor Zeit am See kommt dann die letzte Station, und zwar das Tischlerhäusl. Und da ist auch das Depot von der Pinzgaubahn. Als ich da reingefahren bin ins Depot, beziehungsweise zu dem Haltepunkt neben dem Depot, habe ich dann gleich ganz tolle, interessante Sachen gesehen. Da musste ich natürlich aussteigen. Mitunter natürlich habe ich da eine wunderbare Diesellok gefunden. Schaut's mal her. Inklusive Stangenantrieb. Leider nicht unterwegs gewesen. Gemäß den Informationen, was ich so aus Wikipedia und Co. habe, fahren die nur bei historischen Fahrten mittlerweile oder halt sonstigen Sonder-Charterfahrten. Übrigens, jeden Donnerstag im Sommer fährt eine Dampflok die ganze Strecke ab, soweit wie es halt geht. Kosten weiß ich nicht, aber schon geil, dass sie das jeden Donnerstag machen. Wobei, warum Donnerstag? Warum nicht am Wochenende? Wäre doch irgendwie geiler. Aber gut, jeder wie er meint. Im Depot standen natürlich auch die ganzen historischen Garnituren rum. Ich zeige euch die jetzt mal ganz kurz im Vollbild. Die ist richtig, verpasst ja gerade nicht viel. Das wären dann die ganzen Sachen, die für die Sonderfahrten halt genutzt werden. Richtig schöne Wagen, sehr toll hergerichtet. Ach, wäre ich nur am Donnerstag da gewesen. Und bei den Wagen stand auch der Schneepflug, den sie da nutzen. Der sah eigentlich auch ganz witzig aus. Obwohl er so klein ist, aber süß. So, wir werden jetzt gleich einen Personenhalt machen. Das werde ich mal dafür nutzen, um euch mal den Sound von diesem kleinen Dieseltriebwagen zu zeigen. Von der Baureihe 5090, im Original von der ÖBB. Die Dinger sind innen richtig laut, wenn man da mitfahrt. Aber es hat was Geiles und ist einfach so ein richtig schöner Retro-Schaum. Plus dazu hört sie mal so eine Ansage von der Pinzgauer Bahn. Herzlich willkommen im Zug der Pinzgauer Lokalbahn. Dieser Zug hält nur bei Bedarf. Bitte drücken Sie rechtzeitig eine Haltewunsch-Taste. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Welcome on board of the Pinzgauer Local Railway. This train stops only at passenger's request. If you wish to exit the train, please push the stop request button in good time. We wish you a pleasant journey. Nächste Bedarfshaltestelle, Tischlerhäuschen. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie die das Zugsicherheitssystem da auf der Strecke machen. Also, dass ein Zug wirklich da jetzt runterfahren darf oder nicht. Sollte diverse Ausweichstellen. Aber es hat kein einziges Signal. Es hat nur diese Meldetafeln da. Und ich vermute mal, das geht so nach dem Prinzip, ja, Zug so und so steht in dem Bahnhof, Richtung so da runter, kann ich da runterfahren. Und der sagt dir dann, ja, du kannst runterfahren. Ich vermute mal, dass es so nach diesem Prinzip funktioniert. Wer da ein bisschen mehr Insights hat, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und das kann ich mir gerade nicht erklären, wie wir da einen sicheren Zugbetrieb hinkriegen. Im Depot habe ich dann auch noch etwas gefunden, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar habe ich dann auch einen Triebwagen gefunden von der Maria Zellerbahn. Ein Foto kommt mal hier rein. Was ihr da seht, ist ein Triebwagenzug der Baureihe 4090. Die sind von 1994 bis 2013 auf der Maria Zellerbahn unterwegs gewesen und seit Herbst 2015 bei der Pinzgauer Bahn. Das ist ein elektrischer Triebwagen auf einer Dieselstrecke. Die Idee war,
die halt umzubaut und dann im Wendezugbetrieb einzusetzen. Bis 2017 ist dabei nur ein Zwischenwagen der VBS 211 in Betrieb übergeben worden. Die drei elektrischen Triebwagen sind 2020 verschrottet worden und jetzt haben wir noch die anderen Zwischenwagen inklusive den Steuerwagen da. Es konnte mir da keiner sagen, was mit dem jetzt noch passiert, ob die jetzt nochmal aufgearbeitet werden oder nicht. Diesen Zwischenwagen habe ich einmal gesehen, konnte leider nicht mitfahren. Und ja, ansonsten glaube ich, wäre schon nicht so schlecht, wenn man das irgendwie wieder in Betrieb reinbringen könnte. Andererseits, so viel billig die Strecke jetzt nicht, dass man da so viel einsetzt. Keine Ahnung, was mit dem noch passieren wird, aber so wie die aussehen, könnte es auch sein, dass die dann vielleicht irgendwann noch verschrottet werden, wenn die dann entsprechend vor sich hinrotten. Kleiner Fun Fact: Der ganze Triebwagen und die Güterwagen, die davor stehen, stehen noch auf dem Dreischienengleis. Bis 2020 gab es knapp 1,6 Kilometer Dreischienengleise von Zell am See bis zum Depot. Ist mittlerweile alles weg, beziehungsweise man sieht halt teilweise noch Überreste, wie zum Beispiel hier über die Straße drüber. Ansonsten alles weg und gekürzt. Schade, hätte es noch gern im Originalzustand gesehen. So, beim nächsten Personenhalt habe ich das nächste kleine Highlight für euch. Und zwar werde ich euch mal eine dieser Rückfallweichen zeigen, die auf der Pinzgaubahn zu Massen im Einsatz sind. Also de facto bei jeder Ausweiche sind die Dinger. Und ich habe das einmal gefilmt, als da ein Zug drüber gefahren ist und die sich wieder zurückgestellt hat. Den Film spiele ich ab, sobald der Zug hier steht. Also ich muss schon sagen, dieses Anfahrgeräusch, wenn er hier diese Stufen so hochschaltet, es klingt irgendwie echt schön. Da kann ich was ab dafür. Okay,
kommen wir weiter zum Bahnhof Zell am See. Der ist eigentlich gar nicht mal so spannend. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, gerade wenn ich die Strecke von TS Classic als Referenz nehme, der alleräußerste Bahnhof ist mittlerweile abgebaut. Der Lift ist noch da und die Treppe ist da. Der Lift funktioniert natürlich nicht. Die Treppe ist abgesperrt. Vom Bahnsteig sieht man gar nicht mehr sehr viel. Und unten im Durchgang ist alles richtig schön mit Holz verkleidet. Und da sind so Dinge eingerichtet, wo ein Shop drin sein könnte. Sah mega geil aus. Ich zeige euch hier mal ein Foto von dem, was ich hier meine. Falls jemand von euch weiß, was da mal drinnen gewesen ist, oder ob das zum Beispiel auch so ein Ticketstand von der ÖBB gewesen ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dazu habe ich jetzt auch keine Informationen dazu gefunden, was da ursprünglich mal drinnen gewesen ist. Auf der anderen Seite wäre es zur Seepromenade gegangen. Bin ich nicht rausgegangen, weil es war richtig schlechtes Wetter, weil die ganze Zeit am Regnen. Und dann dachte ich mir, ja okay, dann gehen wir wieder hoch auf den Bahnsteig, weil der nächste Zug von der Pinzgauer Bahn, der kommt in einer halben Stunde. Tun wir doch mal etwas beobachten, was hier so vorbeifährt. Und dann ist etwas vorbeigefahren, was mir richtig viel Freude bedeutet hat. Nämlich, ich habe den Steuerwagen 8073 gesehen mit einem Staubsauger hinten drin und da habe ich die Ausfahrt gefilmt. Das zeige ich euch jetzt. Wenn das mal kein schöner Anblick gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber gut, da ist halt der Österreicher in mir. Ja, was habe ich denn noch so für euch? Ich habe da noch ein, zwei Sachen aus diesem kleinen Triebwagen, den ich euch vorher schon gezeigt habe, beziehungsweise auch den Motorsound. Und zwar die Haltewunsch-Taste, die da drin verbaut sind. Die haben mich irgendwie an die alte Wiener Tram erinnert und auch an alten Bus. Das sind die richtig großen grauen Kästen. Wo er drin steht, bitte hier drücken für Halt. Ich zeige euch hier mal kurz ein Foto. Die sind natürlich einmal vorne und einmal hinten. Und der Führerstand ist so eingerichtet, dass er theoretisch hier ein Ticket verkaufen könnte. Aber so wie das ausgesehen hat, wird das auch schon lange nicht mehr gemacht. Hier dazu ein kleines Foto. Denn es ist jetzt auch immer ein Zugbegleiter mit dabei. Der geht immer fleißig durch und kontrolliert die Fahrkarten bzw. kann man bei dem auch die Fahrkarten kaufen im Zug. Ja, wenn wir dann hier schon mal beim nächsten Halt sind, dann nutze ich das gleich schon mal für das nächste Video, was ich noch habe. Und zwar habe ich in Zell am See von diesem kleinen Triebwagen auch mal eine Ausfahrt gefilmt. Seht ihr auch das mal und wie der so klingt von draußen.
So, weit ist es nicht mehr bis zum Bahnhof Kitzbühel. Es ist schon spannend, dass die Wintersportstadt Kitzbühel insgesamt ja drei Bahnhöfe hat. Also der Hauptbahnhof, unser Endziel, wenn man so möchte. Den Haltepunkt Hallingham und auch den Haltepunkt Schwarzsee. Eröffnet ist der Bahnhof 1875 worden und zwischen 2009 und 2011 ist der Bahnhof umgebaut worden und jetzt haben wir einen 320 Meter langen Mittelbahnsteig. Eurocity halten 2, also je nach Richtung, 163, 164 Stadt Transalpin, Zürich Hauptbahnhof nach Graz und umgekehrt, sowie auch der Intercity 515 bzw. 518 Hallingham von Innsbruck Hauptbahnhof nach Graz. Ansonsten gibt es noch mal Interessantes zu sagen. Ja, wir haben noch den Verstärker mit dem Rex 3 zwischen Wörgl und Schwarz aus St. Veit mit zweistündiger Durchbindung nach Salzburg. Und dann haben wir noch die Linie S8 S-Bahn Tirol Hochfilzen und Wörgl. Mehr gibt es über Kitzbühel nicht zu sagen. Außer, dass man eine schöne Park-and-Ride-Anlage hat. Und ein Busbahnhof, der die große Zeit leer ist. Kommt dann anderthalb Stunden mein Zug. Naja, okay, so schlimm ist dann nicht, aber je nachdem, welche Verbindung man hat. So wie ich, da muss man ein bisschen warten. Okay, mehr Infos habe ich eigentlich zu meinem Reisebudget nicht so wahnsinnig viel. Gab es auch leider nicht zu sehen bei der Pinzgaubahn. Ich hätte Bock gehabt, da ins Depot mal reinzugehen. Da glaube ich, jetzt ein paar interessante Sachen zu sehen geben. Und ich hätte mir auch gern die abgestellten Sachen im Detail angeschaut. Aber ich habe jetzt da nicht irgendwie mich vorangemeldet gehabt oder eine Kontaktperson gehabt. Und vielleicht das nächste Mal. Aber ich hätte schon mal Interesse, mir das Depot nochmal im Detail anzusehen. Für TS Classic würde ich gerne mal die Strecke von einer anderen Richtung fahren. Von Salzburg aus, vielleicht bis zum Zelt am See. Weil da kann ich euch da mal das Depot von der Pinzgaubahn zeigen. Das ist auch enthalten. Und wir sehen da die drei Schillingreise noch, wie die damals verlaufen sind. Interessanter Hinblick. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Abenteuer. Jetzt werde ich mich erstmal verdrücken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde mich unkommentiert bis nach Kitzbühel fahren lassen. Ihr könnt hier in Ruhe mal die Strecke genießen. Und wenn es euch gefallen hat, dieser kleine Reisebericht hier in TS Classic damit eingebunden, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren oder mit einem Daumen nach oben. Ich wünsche euch eine gute Fahrt.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.